Okay, ich hau vorsichtig drauf. Nein, du haust richtig drauf. Soll ich richtig drauf? Du haust richtig drauf. Ist das nicht dein Handy, Claudio? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute habe ich die Ellie an meiner Seite und Freunde. Es ist die, ich glaube, die abgefahrenste Challenge überhaupt. Ellie, heute hast du die Aufgabe, zerstöre nicht das falsche Geschenk. Okay. Okay. Hier siehst du vor den Geschenkboxen und da ist was drin. Oder auch nicht. Und du hast die Aufgabe, mit diesem wunderschönen Hammer die eins von den Geschenken auszusuchen und du darfst dann richtig doll draufhauen. Das Ganze machen wir natürlich mit Sicherheitssachen. Ich tue gleich die Decke drunter. Ja, du hast auf dem Geschenk. Auf die Geschenke draufhauen. Du hast auf die Geschenke drauf. Und wenn du Pech hast, war in dem Geschenk was drin und du kriegst das Geschenk nicht. Sollte in dem Geschenk nichts drin sein, darfst du das andere Geschenk behalten. Okay. Ganz einfach verstanden. Ellie, du hast doch eine Augenbinde. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Absolut. Ellie, du hast eine Augenbinde. Setz die Augenbinde auf. Und ich würde sagen, ich bereite die erste Runde vor. Okay. Okay. So, Freunde, die Geschenke sind hier platziert. So, Ellie, du darfst dazu kommen, du hast die Augen wieder ab. Wo hab ich den Hammer hingepackt? Hier. Wo? Hier liegt er. Ellie! Augenbinde ab. Entscheide dich für eine der Boxen. Und dann hast du den Hammer und haust richtig doll drauf. Schau mal. Ja, ist sicher. Okay. Ich darf aber nicht vorher. Nein, nicht mal in die Nähe kommen. Aber ich. Rechts oder links, such sie aus. Ich hau vorsichtig drauf. Nein, du haust richtig drauf. Soll ich richtig drauf? Du haust richtig drauf. Einmal richtig doll drauf. Ich hoffe nur, der Tisch bleibt heile. Ich weiß ja nicht, wie Kraft du hast. Ich soll einfach draufhauen? Ja, such dir eins aus. Nochmal. Oh, Ellie, das hat sich nicht gut angehört. Nee. Du kannst aber öffnen. Oh, es ist nichts passiert. Oh! Es ist eine Wassermelone. Ja, yes, und die ist schon mit weich. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, aber das Problem ist, somit verlierst du gerade das Geschenk hier. Oh! Ja, somit gewinnst du das Geschenk nicht. Schade. Ja, oh, doch, die hat hier einen kleinen Riss bekommen. Ganz klein. Ja, aber das ist noch harmlos. Das ja. Hat, okay, ich gehe leer aus. Magst du keine Squishy? Squishy ist voll cool. Doch, ich sag ja nur, ich gehe leer aus, weil ich krieg's ja nicht. Ja. Ja, toll. Okay. Kommen wir zur zweiten Runde. Okay, ich pack jetzt die Geschenke hin und ich würde sagen, ich pack den hier hin. Ellie, kannst du die Augenbinde abnehmen? Okay. Hä, das war eben auch schon, der Karton sah genau gleich aus. Ja, die Kartons sehen alle gleich aus. Also der ist so gefaltet, okay. Ja. Also so wie der andere eben. Sehr auch, aber gut, probier's mal. Bist du die ganze Zeit da und... Es war nichts drin. Es war nichts drin. Das heißt, ich darf jetzt das, was hier ist, behalten? Ja, ich muss dazu sagen, ich weiß selber nicht mehr, was da drin war, weil ich habe die jetzt alle eingepackt. Ja, okay. Mal schauen. Ich bin jetzt selber gespannt. Oh, ein... wie heißen die nochmal? Kubi... Knobelwürfel, sag ich einfach. Kubi, Kuks, Kuks... Ja, kann ich übrigens. Zauberwürfel! Ja. Schau mal vor, ich hätte da drauf gehauen, der wäre total kaputt gegangen. Aber es wäre nicht praktisch, weil dann könntest du... Also dann würden zwar die Sachen hier lose rumliegen, aber dann könntest du den zusammenbauen. Aber guck mal, der ist schon gelöst. Der ist schon gelöst. Den lasse ich mal lieber so. Cool, ist jetzt meiner. Dankeschön. Das ist deiner. Somit hast du das erste Geschenk für dich gewonnen. Augen zu, wir gehen machen weiter. Ja, okay. Freunde, die Challenge habe ich mir anders vorgestellt. Warum ist Ellie so gut? Das ist eigentlich nicht so toll, dass Ellie so gut ist. Weil dadurch wird es mir ja nur schwerer gemacht. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ja, dann hör mal auf dein Bauchgefühl und nimm die Maske ab! Okay. Ene wede Miste, es rappelt in der Kiste. Ene wede Mecken und du bist weg. Bauchgefühl. Weg bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Das ist doof. Zwei. Eins, zwei. Ja. Das ist raus, ne? Ja, dann musst du draufhauen. Okay. Nee, das ist raus und hau ich hier. Ja gut, drauf. Dann hau da drauf. Mann! Juhu! Mein Bauchgefühl hat mich nicht im Stich gelassen. Ja, okay. Super. Was bekomme ich? Ellie, räumt dir die Challenge ab. Was kriege ich? Oh, Leute, guck mal. Oh, ich muss sagen, wenn das kaputt gemacht worden wäre, dann wären Donny und René und da hätte ich richtig dich. Ärger bekommen. Ja, ja. Warum tust du das dann da rein? Ja, ich dachte mir ein bisschen Spannung. Du wolltest nur, dass ich Ärger kriege. Aber ich habe es gerettet und das gehört jetzt mir. Ja, das stimmt. So. Ellie, du bist richtig gut. Tja. Deine Intuition ist sehr, sehr gut. Ja. Heute kriegst du mich nicht, heute kein Prank. Ja, heute kein Prank. Ich platziere die jetzt wieder hin und ja. Ellie hat schon recht, heute kein Prank. So, Ellie, du bist dran. Kannst die Augenbinde abnehmen und freu dich mal. Okay.
Okay, mit was komme ich denn jetzt? Ich mach mal so. Ja, aber nicht auf was. Ich spüre jetzt. Wo ist denn was drin? Komm, wo spürst du es denn? Ich spüre eigentlich gar nichts, aber ich mache jetzt. Ich hau jetzt hier drauf. Ey, Mann, ehrlich, du bist doch gut! Okay, Leute! Oh mein Gott. Ja, dann öffne das. Also ich weiß nicht, was heute los ist, aber ja. Läuft bei mir, würde ich sagen. Genau. Kein Prank, ne, Elli? Heute kein Prank von Claudio. Ja, da wurdest du geprankt. Ernsthaft? Ja, in beiden ist nichts. Ich würde sagen, okay, jetzt machen wir auch. Ja, aber du hast gerade gesagt, kein Prank von Claudio. Da habe ich gesagt, weißt du was? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da hast du gesagt, es geht nicht ohne Prank, richtig? Ja. Das muss ja wieder sein. Und wir kommen weiter. Toll. Natürlich werden die Kartons aufgesammelt und ich verwende die wieder, weil die sind richtig cool, die Kartons, muss ich ehrlich sagen. So, Ellie, du kannst eigentlich schon loslegen. Ja. Jetzt wird's schwierig. Genau das habe ich mir gedacht. Okay. Ellie wird jetzt denken, sie weiß, wo es ist, aber ja. Ich glaube, der Tisch ist mit kaputt gegangen. Das war ja mal hart. Okay. Hau ich nochmal drauf. Nochmal? Nein, das reicht. Ja, hau drauf. Das reicht. Och, nö. Aber es ist die Teile geblieben. Naja. Der Tisch ist auch heile. Das war echt, das hat ganz schön gescheppert. Eine Fortnite-Nerf-Gun. Ja. Die ist ziemlich cool, oder? Ja, die ist mega cool. Schön, dass sie jetzt nicht kaputt gegangen ist. Aber soll ich was sagen? Das ist eigentlich egal, ob die kaputt gegangen ist oder nicht, weil du kriegst sie nicht. Düdüm. Okay. Ja, Augen zu. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warte. Ja, ich bin auch sehr gespannt. So, Ellie, let's go! Okay. Hey, eigentlich ist das voll die coole Challenge. Du kannst nur gewinnen. Let's go! okay, was ist das? Freunde, schreibt in die Kommentare, ob ich beim nächsten Mal noch einen größeren Hammer besorgen soll und ob ich das mit René und mit Kathi spielen soll. Ja. Und mit Danja. Oh, die süßen Figuren, da sollte ich draufschlagen? Ja. Nee, das ist also ich. Ey, das ist ja echt voll gemein. Kennst du die Figuren vielleicht? Der Kameramann weiß bestimmt. Ja, ich kann damit nicht so viel anfangen, um ehrlich zu sein. Guck mal. Fortnite. Ja, Fortnite-Figuren. Das sind Fortnite-Figuren? Ja. Oh. Aber soll ich mal was sagen? Zeig mal, gib mal her. Ja. Nicht deine. Okay, nicht schlimm. Elli. Nicht schlimm. Wir kommen zur nächsten Runde. Okay. Elli, du kannst ja eigentlich so viel gewinnen, aber du gewinnst einfach nichts. Das ist so schlimm mit dir. Du hast jetzt um zwei. Ich hab doch schon was geworden. Ja, wow, so ein Cubi. Ich kann kein Englisch. Rubik's Cube, glaube ich. Ah, Rubik's Cube, oder nicht, oder? Ne? Rubik's Cube. So, Ellie, kommen wir zum nächsten. Ja. Weißt du was? Mach mal nochmal die Augen zu. Verbinde nochmal die Augen. Das kommt irgendein Prank. Nein. Bist du dir sicher? Ja. Okay, kannst du die Augen wieder aufmachen? Du musst jetzt zwei zerschlagen. Ey, das ist doch viel schwieriger. Das war die gute Variation. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ich das vielleicht mal mit René, Kathi oder Danja machen soll. Nur mit drei Boxen. Ja, los. Soll ich auf drei? Du musst zwei Stück zerstampfen. Ja, oh, da ist nichts drin und... Oh. Ah, egal. Nicht schlimm, es ist eh nur Fake. Wenn das echtes Geld gewesen wäre, wäre ich jetzt sehr traurig gewesen, aber egal. Naja, okay. Augen werden geschlossen. Okay. So, kommen wir jetzt nun zur letzten Runde. Weißt du was? Bei der letzten Runde, Ellie. Ja. Darfst du, warte noch nicht. Jetzt kommen da wahrscheinlich 10 Kartons. Bei 9 ist was drin. Mach die Augen auf. Alle bis auf ein. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Das heißt? Alle bis auf ein. Ich soll ein unter 1, 2, 3, 4, unter 6 Kartons, soll ich den einen finden? Ja. Das ist unmöglich. Das weißt du selber. Ja. Da ist ja schon was drin gewesen. Wie? Oh, Ellie, dann hast du schon verloren. Was? Du hast beim ersten Schlag direkt verloren. Und Ellie, weißt du, was es war? Du hast ist das nicht dein Handy, Claudio? Du hast es kaputt gemacht. Du hast mein Handy kaputt gemacht, Ellie. Warum tust du das da rein? Bist du verrückt? Ellie, du hast mein Handy kaputt gemacht. Bist du das Wahnsinns? Warum tust du das da rein? Spaß. Mein ist Handy das ist das gleiche? Ja, das ähnliche. Nein, mein Handy ist noch hier natürlich. Warum tust du da? Wen gehört Ellie, das? Ellie, das Handy war schon kaputt.
keine Sorge, ich wollte Ellie ein bisschen pranken. Schaut mal, wie geht's. Hilfe! Ja, Ellie, aber... Das heißt, ich hab jetzt verloren. Du hast verloren. So, kriegst du auch nicht das Handy. So, aber du gehst ja nicht ganz leer aus. Aber das ist meins. Ja, das gehört dir. Das immerhin. Ja, immerhin. Na, immerhin, Leute. Ja, Freunde, hat euch die heutige Challenge gefallen? Schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, ob das Ganze mit, wie gesagt, mit Danja, mit René oder mit Kathi machen soll. Ja, das kann, und mit einem größeren Hammer. Ja. Ja, schreibt alles gerne in die Kommentare. Ansonsten, Daumen hoch da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao.